sind in der Luft. So, Lutz, dich sehe ich schon mal. Ja. Jo, ich sehe euch auch. Okay, Matt? Ich bin in der Luft, guck mal hoch, seht ihr mich? Wir sind genau in dem Strahl drin. Im Strahl? Pass auf, dass ihr nicht zu viel mitpackt. Vor mir kommt jemand. Ja, ah, da seid ihr, ich sehe euch. Ihr seid direkt vor mir. Ich höre Kampfmusik. Ja, ja, das sind ja Ameisen. So gut, dann lass weiterfliegen jetzt hier. Weiter, weiter, weiter. Ich fliege jetzt erstmal zu dem Fluss. Aber nicht am Strand lang, sondern. Wer ist denn das? Nicht. Ja, okay. Hey, wer bist du? So, wir fliegen jetzt erstmal zu dem Fluss. Und dann folgen wir dem Fluss und dann suchen wir uns einen Spot jetzt gemeinsam raus. Genau. Ja, Richtung blauer Obelisk doch, oder? Ja, genau, Richtung blauer Obelisk, halt den Fluss entlang. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir über der Base fliegen, wo wir schon mehrmals aufgeräumt haben. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und soll möglichst erstmal keiner sehen. Ist eigentlich ganz gut, dass es gerade Nacht ist. Da rechts von hier ist aber auch eine Base, ne? Hier können wir kurz warten, ich muss zu meinem Stamm gerieren. Ja, und am Wasserfall dann, wenn. Ja. Da am Wasserfall ist eine Base. Oh, da ist sogar eine ziemlich große. Wasserfall? Ja, am Wasserfall ist eine Base. Oh, da ist sie. Links. Ja, ja. Ja, ja. Fliegen wir weiter links. Aber es ist gerade dunkel, das ist gut. Es ist gut, dass es gerade dunkel ist. Ich denke nicht, dass wir uns gesehen haben. Beam, warte mal kurz da, ich lande mal eben. Ja. Okay, ich fliege euch hinterher. Fliege euch noch. Ich bin aber froh, dass auch jemand die Tür zugemacht hat, ey. Das ist ja dumm gewesen. haben wir auch die Tür zugemacht. Okay. Haben wir auch einen Herd ausgemacht. Bin wieder weiter. Bin weiter. Okay. Da, genau, Strom brennt weiter noch. Huch. Was? What the fuck? Was denn? Ich habe gerade 30.000 Leben verloren. Hä? Wo bist du? Ja, wo bist du? Unter mir. Ich seh nichts mehr. Wieso habe ich denn jetzt so viel Leben verloren? Seh ich gar nicht mehr. Ja, ich habe auch so den Leertaste gedrückt. Und beim Landen hat er irgendwie 30.000 Leben verloren. Hä? Hast du Steini noch dran? Ja, ich habe ihn wieder aufgehoben. Scheiße! Ich habe jetzt noch 22.000 Leben. Okay, dann sollten wir jetzt vorsichtig sein. Wie ist denn das passiert? Ich habe Leertaste gedrückt, aus Versehen. Aber dann kam halt der Landesound und dann. Keine Ahnung, ganz viel Leben verloren. Shit. So, wir sind jetzt gleich. Ja, stellt euch mal vor, der wäre jetzt verreckt, Leute. Ja, das wäre krass. Weil da kann das sein, dass das hier übelste Sorte laggt. Genau. Ja, ab und zu mal habe ich auch ein paar Standbilder, aber. Also, ich habe jetzt gerade hier 10 Sekunden Standbild schon. Das hatte ich auch gerade. Okay, ich bin auch mächtig überladen, sehe ich gerade, das ist kein Standbild. Das ist ein Kunde, Alter. Nee, lass mal weiter nördlich. Ich guck mal Karte, wo wir überhaupt sind. Wir müssen jetzt sowieso, weil im Winter verlieren die Dinos ja auch Leben. Fällt mir gerade ein. Deswegen ist Wintergebiet eh jetzt erstmal ungünstig. Geht's im Ernst? Ich dachte. Oder? Wo seid ihr jetzt hin? Fluss lang weiter noch, oder? Ja, ich bin Fluss weiter geflogen. Mhm. Okay, ich komme euch nach. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Wir sind rechts im Wald drin. Achso, rechts im Wald. Ich glaube, ich sehe da oben jemanden. Ich bin gerade über dem Fluss und fliege hier an der Winterzone lang. Ja, das ist. Ah, scheiße. Was denn? Ich bin abgesprungen. Oh nein. Jo, ich sehe dich gerade. Ja, passt schon. Vogel, folgt mir. Wir können uns bei dem lila oder rosa Drop da treffen. Ich weiß nicht, wie weit wollen wir denn noch? Aber ich fände es ganz cool, wenn wir uns, wenn wir mal zusammenbleiben könnten jetzt, damit wir einen Spot finden für uns. Oh, ich bin hinter dir. Ja. Wir fliegen immer noch den Fluss lang, ne? Ja. Ja. Ich fliege auf den Fluss. Ja, ich sehe dich. Den lila Dropstrahl da. Ja, lila Drops und sich. Da sind wir ungefähr 10 Meter. Muss nur eben kurz landen. Wegen ja, den sehe ich auch. Oh, mich kotzt das gerade so an, dass ich das ganze Leben verloren habe. Da kommt ein Adler. Bin ich. Okay. Okay, ich sehe dich auch. Und da kommt Kannst weiter fliegen? Da über dem Fluss ist ein Pipte. Ja, das bin ich. Okay.
Ja, da müssen wir jetzt nicht unbedingt weiterfliegen. Also wir sollten uns jetzt einen Spot raussuchen. Bleibt jetzt bitte alle bei mir. Ja. Hier. Wenn du, und wir suchen jetzt einen Spot. Wenn wir jetzt hier, von dir aus gesehen, nach rechts. In den Wald rein. Dass wir da uns eine kleine Anhöhe suchen, die gut bewaldet ist. Hm. Und schön gerade, wenn es geht. Ja, das Ding sieht so gefährlich aus mit den Turrets oben drauf. Hinten drei, vorne drei. Hat er nur noch 20.000 Leben. Ich sehe gar nichts. Ja, hier lichtet der sich schon wieder. Hier sieht doch ganz gut aus hier. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, lass mal hier landen. Ich meine, wir sind ja hier gut geschützt im Wald erstmal. Das sieht wirklich sehr, sehr dicht aus. Guck mal, die direkten Pfeile hier vorne. Ja, Insekten. So gut, Leute. Wir haben unseren neuen Spot. Ich getraue mir jetzt hier sogar mal auszusteigen wieder. Hier läuft direkt ein Affe für dich rum, Lien. Ehrlich? Ja. Wie geil ist das denn? Oh, ruckel, 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 komm klar. Und ich bin ein Quetzel, bin ich eingeblockt. So, Level 20 hier. Affe. So, ey, ich nehme so mal die Foundations raus. Scheiße ist das buggy. Sehr schön. Nice. Welches Level ist der? Jetzt 29. Okay. Ist nicht hoch. Okay, jetzt bin ich rausgeflogen. Aus dem Spiel, oder? Nee. Vom Quetzi. Okay. Aber ich komme nicht mehr aus dem Quetzi von alleine raus. Das ist total behindert, ey. Ganz ehrlich. Eigentlich müsste ich aus- und einloggen wieder. Ach, weil bei dir das... Das Haus ist nicht mehr da, wie gesagt. Das ist das, was sie dir auch mal hatte. Ach so. Und dadurch, dass das Haus nicht mehr da ist und nicht dargestellt wird, komme ich nicht mehr ordentlich raus. Das backt bei mir total rum, wenn ich aussteigen will. Ich laufe gerade mit dem Stein hier rum, um zu irgendwie eine Stelle... Hier kann ich jetzt auch wieder erstmal frei rumrennen, denke ich. Ja. Ich heile mal unser Air Force, ne? Ja, mach mal. Komm mal ein Stück zu mir runter, bitte den Berg runterbeamen. Ach, du bist hinter mir, ne? Ich würde sagen, das Problem ist, wir dürfen halt nicht zu viele Bäume wegreißen. Weil hier ist, sag ich mal, relativ gerade. Ja. So. Hier vorne, wo der Stein ist, dann machen wir lieber den großen Stein weg und lassen die Bäume dafür stehen. Hier, weißt du? Genau hier. Wenn wir den großen Stein hier wegmachen, wo ich vorstehe. Aber es ist ganz schön schräg hier trotzdem, ne? Ja, es ist halt überall schräg hier. Müssen wir halt mit Pillars dann arbeiten. Die müssen wir dann auch aus Metall machen. Ja, die ersetzen wir dann. Die müssen wir erstmal aus Stein machen, weil wir kein Metall mehr haben. Ich drop dir mal die Foundations. Jo. Wo seid ihr denn hin? Den Berg runter. Den Berg runter, okay. Ja. Und ich bräuchte jetzt hier jemanden, der mir dann die Steine aus dem Dings an Kilo rausholt dann. Ja, ich helfe dir. Ich kann das ja dann schon immer ein bisschen weiter verarbeiten oder so. Ja, ist schon ganz schön schräg hier. Warte mal. Das ist sichtbar. Der kommt mit den Viechern am besten alle her. Und wäre gut, wenn einer dann schon mal ein paar Storage Boxes machen würde. Also ein bisschen Holz, aber wenn es geht, keine Bäume dabei fällen. So. Den Stein hier müssen wir auch noch wegmachen. Jo, kommt dann als nächstes. Hat schon einer Fortress hergestellt? Ach du Scheiße, einer der Pterodons. Scheiße. Was denn? Das ist einer der Pterodons auf neutral gestellt und haut jetzt hier einen wilden Adler. Ruf doch passend. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, wir können das ja auf jeden Fall... Ah, sehr gut, der Stein ist weg. Genau, hier die Foundation noch. Jo, Moment, ich mach das. So, wir holen mal die ganzen Flugviecher, die hier rundherum stehen, alle mal in Nähe zu uns, hin. Jo, mach mal. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ja? Das Problem ist immer, was mich so ein bisschen stört, diese Pillars, dass die immer durchgucken. Aber egal, können wir jetzt nicht ändern. Ja, damit müssen wir, glaube ich, erstmal leben. Da können wir ja dann Sachen draufstellen einfach. So, ist das okay oder würdest du das noch weiter ausbauen? Also ich würde natürlich hier noch... Machen, sonst haben wir keine... Ach so wie du es jetzt hast, ja. Ich würde hier noch Sellings hinmachen natürlich, aber ich meine das von der Breite her.
Das ist okay, oder? Von der Breite ist okay. Man darf es auch nicht übertreiben, weil wir wollen ja alles aus Metall machen, ne? Ja. Deswegen. Kriegst du dann noch noch Foundations hin hier? Ne, ja? Also hier glaube ich nicht, ne, habe ich schon probiert, glaube ich. So. Es wäre gut, wenn sich dann einer drum kümmert, die Forges noch zu machen. Haben wir irgendwo Betäubungsfeige? Leichen Quetzi drin, ne? So, ich mache jetzt noch eins breiter, ne? Ja. Es gibt ja Zufälle, ne? Also ich habe, wo ich losgeflogen bin, einfach nur auf Follow gepfiffen. Kann natürlich sein, dass der Trike irgendwann mal hier ankommt. Ja, danke schön. Ich glaube, der hängt irgendwo. Ich glaube auch nicht, dass der es hier reinschafft. Ja, nicht, dass er hierher läuft und Imperium folgt dem. Es wäre eigentlich schlau, dem einfach zu folgen. Jo. Ach, das glaube ich nicht. Allein schon, dass er die Blickrichtung halt. Ja, das zeigt. Ist eigentlich ziemlich dumm. Ist der ja, Follow eingestellt gewesen? Der kann auch woanders hingucken, wenn er verpackt ist. Der sagt ihm bestimmt, dass die Koordinaten den zurückgelassen haben. Ja, ich sehe Scheiße in der Nacht. Ja, ist egal. Aber Fackel bleibt trotzdem aus. Ich sehe nur Überschriften. Die Fackel bleibt aus. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Mich echt nicht mehr bewegen. Ich häng in dem Baum drinne. Slack. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Overweight? Nee, wenn ich davor nicht überladen bin, bin ich jetzt nicht plötzlich überladen, wenn ich nichts mache. Oh, ich seh dich. Warte, ich kann aber mir laggt's schon wieder. Oh, crap, nicht mehr. Au, irgendwas hat mich gehauen oder so? Nee, CD hat mich nur gegriffen. Ist auch. Ja. Hast du es rausgeschafft? Jo, danke. Ah, oh, okay. Oh, Imperator. Oh, Beam ist umgezogen. So, jetzt sind sie auf der Suche und jetzt sollten wir nämlich mal Gas geben hier. Ja, Alter. Es ist dunkel, wir sehen alle nichts. Gas geben ist schlecht im ja. Dunkeln. Da kannst du Sprüche klopfen, wie du willst, Lutz. Das, ja, ich kann mir eh nicht vorstellen, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn die, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie uns jetzt hier finden. Das ist ein super, super gut versteckter Spot hier. Na, wenn die Turrets von denen nach unten schießen, brauchen die nur durch die Gegend fliegen. Schießen nicht nach unten. Ich weiß nicht, ob die nach unten schießen, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das war vorhin ich war total überfordert gewesen, wo der plötzlich der Quetzi da war. Sorry. Bibi. So, alle wissen, dass wir umgezogen sind. Ich glaube trotzdem, dass es ein smarter Move war, die Stände zu verlassen. Mal gucken. Nächstes Mal so, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre die Staffel bald zu Ende gewesen. Ich glaube ja. Also hätten wir jetzt nicht umgezogen, dann wäre die Staffel wahrscheinlich jetzt schon vorbei. Zumindest hätten wir uns verteidigen müssen und wären dann so weit angeschlagen, dass wir hätten nichts mehr machen müssen. Ja. Ich hoffe, dass wir wenigstens Zeit haben, bis die uns entdecken, bis der Quetzi wieder volles Leben hat und unser Haus fertig gebaut ist. Das dauert aber so lange hier, das Regenerieren, das ist unglaublich, ey. Mhm. Wir brauchen noch Stone Pillars. Jo, ich habe noch welche, ich habe 8 Stück. Setz die mal bitte relativ an der Außenkante von den, wo die Ceilings sind. Weil ich kann nämlich auf der einen Seite keine Wände bauen. Da muss erstmal jemand wieder in den Quetzi einsteigen. Damit ich rauskomme wieder. Achso. Das Dumme ist nämlich, das Haus ist bei mir noch an dem alten Spot. So. Und immer wenn ich aussteige von dem Quetzi, bin ich wieder an dem alten Spot. So, ich bin drin, ne? Glaube ich zumindest. Versuch ein bisschen rumzufliegen. Flieg ein bisschen rum. Kommst du raus? Nee. Beweg dich mal ein bisschen. Andere Richtung, schau mal kurz, wie viele Leute drauf sind und versuch zu relocken. Ey, ich bin jetzt zwischen 2 Dimensionen gefangen, Leute. Jetzt schnick ich das erst, das ist total assi. Ich bin wieder an dem alten Spot gerade. Nicht so schnell. Wie gesagt, Ich lotse dich. Wie willst du mich denn lotsen? Das ist ziemlich egal. Dreh dich um. Du siehst mich, ja, oder? Nein!
Ich bin, wie gesagt, ich bin in dem Haus von, ist schwer zu beschreiben, ich bin halt wieder in dem alten Spot da, wo das Haus quasi noch ist bei mir. Und das ist halt da, wo unser altes Haus war. Zieh dir, warst du das? Ja, ich hab's versucht. Ja, pass auf, dreh dich um 90 Grad. Okay, ich bin raus. Okay. Super Beschreibung gewesen. Ja, das ist scheiße, ey. Ich muss eigentlich mal ausloggen und einloggen, dass das Haus wieder da ist. Ja, da kommst du aber nicht mehr rein. Ich glaube, der Server wird voll sein. Ja, wahrscheinlich. Ich hab schon geguckt. Server ist voll? Hm. Ja, oder ich entferne mich mal schnell, aber das will ich jetzt eigentlich auch nicht. Das ist blöd gerade. Ist echt blöd. Einfach nicht mehr in den Quetzi rein. Nee, also. Das ist ja witzig. So gut, Pillar ist. Okay, Moment. So, 11 Kisten. Hab ich schon mal. Du willst es noch breiter machen? Hau dir mal die, die Kiste. Ja, in der zweiten Kiste, aber brauchst noch mehr als 11. Nee, es reicht erstmal. Wir brauchen dann Eisen erstmal. Eisen? Sollte ich nicht noch ein paar Mortal Paste herstellen? Oh ja, wenn du Zementpaste hast, haben wir den Frosch mitgenommen? Nee, Frosch haben wir nicht mitgenommen, aber ich habe sehr viel Zementpaste mitgenommen. Okay. Ganz ehrlich, ein Frosch geht ganz schnell. Unter dem Radar. Genau, wir haben ja keine Todesnachrichten von irgendwelchen Tieren erhalten. Und wir entfernen uns jetzt mal ein bisschen in der Hoffnung, dass das Haus dann später wieder da ist, wenn ein bisschen Distanz aufgebaut wurde, neu geladen wurde. Wir können ja kurz den Supply holen da vorne. Den gelben da? Mhm. Blueprint Laser Attachment und Blueprint Metal Irrigation Pipe. Ja, Blueprints brauchen wir nicht, es sei denn, es sind Waffen. Schade. Warte, ich seh dich. Wir müssen übelst das Navigationsgenie. Alter, versuch du mal die scheiß Base zu finden. Bin sehr gespannt. Siehst du mich? Ja, natürlich sehe ich dich. Du stehst vor mir. Ja, in die Richtung. Ich finde die Base nicht, ich bin nicht blind. Siehst du ein paar Namen jetzt? Ja. Vor allem wie der Lutz lacht, ne? Ey, du bist der Erste, der die Base auch nicht findet, wenn er mal wieder loszieht. Ja, du bist ja so ein Stubenhocker und hockst sowieso hier die ganze Zeit in dem Haus. Jo. Ich verstehe nicht, wieso hier die Lutz Passage so eng macht. Ich geh Steine holen. Achso. Ich wollte noch dieses mit. Achso, Metall ist draußen. Ja, der Lutz versucht einfach effektiv zu bauen, den Platz zu nutzen. Mhm. Soll ich mir eine Smithy bauen? Smithy ist im Quetzi schon drin. Okay. Dann mache ich die Kisten mal eben leer. So, jo. Ich sehe das Haus endlich wieder von Quetzi.